Ja, Joachim Schaffer-Suchomel. Joachim, du hast zwei Zoom-Aufzeichnungen schon gemacht. Das hat mich tief berührt. Ich bin über einen besonderen Unternehmer zu dir gekommen, der gesagt hat, das, was ich da praktisch mache, der hat sehr viel Bauernbezug und sehr viel Naturbezug. Das, was ich praktisch mache, das kann der Joachim theoretisch. Und ich habe dich kontaktiert. Das war gleich eine herzliche Begegnung. War auch gleich bei du. Du bist auch so ein Mensch, der viel Leichtigkeit hat. Und der Norbert Wittheim, der da auch jetzt mit dabei ist, auch als Coach, kann halt leider nicht, hat gesagt, naja, für ihn bist du so der Nachfolger der Vera F. Birkenbiel, die kennen viele in der Runde. Und ich sage das deshalb, weil du mit deiner Bescheidenheit da immer alles immer nach unten drückst. Du bist ein besonderer Mensch, hast ganz viele Talente, Fähigkeiten. Und heute zum Thema Träumen. Joachim, herzlich willkommen einmal bei uns. Ja, danke schön. Ja, ich Max? freue mich, dass wir in so großer Runde heute zusammen sind. Ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass so viele Interessentinnen dabei sein werden und bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was ihr zu berichten habt über eure Träume. Es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt theoretisch über Träume erzähle und über die Macht des Träumens überhaupt, sondern dass wir gut in Austausch kommen. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit hierfür nehmt. Es sind ja einige Bekannte, die ich schon aus Coachings kenne. Und vielen Dank an dich, Georg, dass du das Ganze organisierst. Und Johanna, du machst ja das Technische, weil wir technisch nicht gerade so fit sind. Vielen Dank auch an dich, Johanna. Joachim, darf ich noch ganz kurz, nur vom Ablauf her, Joachim wird einen ersten Impuls geben und wir haben ein paar Fragen, die vorab gestellt wurden, die beantwortet werden und dann uns ganz, ganz wichtig, wer mag echter Interaktion, Austausch, vielleicht auch selbst Ideen, wie gehe ich um mit Träumen, wie kann man das, die Nacht oder was immer die Träume dann sind, nutzen. Also so ist die Idee, dass Joachim einmal einen ersten Impuls gibt, dann haben wir Fragen, die vorab gestellt wurden, wo die der Joachim beantwortet und dann eben wirklich, dass man ja, eine Co-Kreation machen. Das ist immer so und so wichtig, dass wir wirklich einen gemeinsamen Geist schaffen. Joachim, bitte. Gut, dann starte ich. Wenn der Erstimpuls ein zu langer Impuls wird, dann gib einfach ein Zeichen. Da kann ich gerne dann auch abbrechen. Ich befasse mich seit vielen Jahren mit der Kraft von Symbolen. Träume haben eine symbolische Ebene, eine symbolische Wirkung. Symbolik heißt wörtlich Zusammengefügtes. Das heißt, in Symbolen können wir erkennen, wie die Dinge tatsächlich zusammengehören. Ja, auch Sprache. Das ist nicht wahr. Bitte? Auch Sprache hat eine symbolische Wirkung. Jeder Buchstabe ist ja ein Symbol. A schaut, dann nehmen wir das I, ist am besten I. Schaut aus wie eine brennende Kerze. Ja, ein O ist eine runde Sache. Das I steht für Intuition, für Licht. Und so hat die Sprache eine ganz bestimmte Kraft. Und die Buchstaben eines Wortes, oder viele wissen ja, dass ich auch Vornamensdeutungen mache, entsprechen einem Code. Einem Code, der entschlüsselt, was wir brauchen, um uns optimal entwickeln zu können. Entwicklung hat immer mit Balance zu tun. In der Zeit, in der wir nicht in Balance sind, in der Zeit sind wir in Not und schauen, dass wir die Not wenden und schauen, was notwendig ist. Also es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden und zu erfahren, wie können wir in eine Balance kommen. Wenn ich beispielsweise ein solches Event habe wie jetzt, werde ich vorher immer meditieren. Meditation heißt Mitte, das heißt, da können wir uns in eine Balance bringen. Ich werde auch vorher immer beten, ja, um mich mit hohen geistigen Kräften, göttlichen Kräften, Gott kommt davon, von dem Wort Gott, gut, das Gute in Verbindung zu setzen. Und im Event selbst, dass nicht so viele eigene Geschichten und Egos dazwischen funken. Es gibt jetzt da keine reinen Sachen, also es wird immer etwas dazwischen kommen,
und bedecken. Aber die Kraft, wenn wir 60%, 70%, 80% erreichen, ist wie dem Pareto-Prinzip, dann wird sich der Rest von alleine ergeben. Wenn wir vielleicht nur 40%, 50%, 60% haben, dann kehrt es sich zum Negativen. Die Balance, was hat Träumen mit Balance zu tun? Ja, es gibt den Tag und es gibt die Nacht. Und Tag und Nacht in eine Balance zu bringen und nicht nur am Tag präsent zu sein und durchzupowern und in der Nacht dann halbtot ins Bett zu fallen, wie es ja bei vielen Menschen der Fall ist, dass sie die Nacht gar nicht gelernt haben zu schätzen. In der Nacht gib Acht. Also in der Nacht kann ganz vieles passieren. Ja, in der ersten Phase des Träumens, wie das Wort schon sagt, sind wir am Räumen. Und erst wenn wir aufgeräumt haben und Ordnung geschaffen haben, dann haben wir uns in der Nacht sozusagen geortet. Und dann können Träume sich entfalten. Dann können Träume mit ihren Botschaften kommen. Das heißt, der Raum, der dann frei ist und aufgeräumt ist, der wird mit Botschaften eingerichtet. Und wir schließen uns in der Nacht an diese Botschaften, schließen wir uns an. Ein Leben kann nicht funktionieren, wenn wir diese Botschaften, wenn wir keinen freien Zugang zu diesen Botschaften mehr haben. Wenn wir vor lauter Elektrosmog und Handy noch neben dem Bett so vernebelt sind, dass die Botschaften zwar gesendet werden, aber gar nicht mehr durchkommen können. Also es ist wichtig, darauf zu achten, dass der Raum, in dem wir schlafen, möglichst dunkel ist und nicht da noch was brennt und da noch was brennt und wir immer präsent sind, um vielleicht doch noch einen Anruf abnehmen zu können oder am Ende eines Tages dann nochmal einen schönen Horrorfilm anschauen, dann ist einfach der ganze Geist und Seele sind mit der Verarbeitung befasst. Das heißt, dass der Räumungsprozess kann bis in die frühen Morgenstunden gehen und wir haben keine Energie aufgetankt. Ja, der Schlaf ist ja auch der kleine Bruder des Todes, sagt man. Ja, das heißt, der Schlaf oder das Träumen, im Träumen sind wir auch mit anderen Bereichen, dem Jenseits stehen wir in Verbindung. Es ist ganz wichtig, jetzt auch, ich habe sehr oft junge Menschen erlebt, die geträumt haben von Eltern, die gestorben sind, Vater oder Mutter oder Geschwister und die in der Nacht von diesen Verstorbenen träumen. Ja, wir wachen dann am nächsten Tag auf und unsere Ratio sagt das sehr oft, Träume sind Schäume. Ja, so steht es ja auch im Duden. Und wird gedeutet, sie haben keine Bedeutung. Ja, und das stimmt einfach nicht. Sie haben eine Bedeutung, die uns nicht bewusst ist. Ja, wenn wir wissen, also gerade die jungen Menschen, wenn die wissen, dass wenn ihnen ihre verstorbene Mutter im Traum begegnet, dann können Botschaften ausgetauscht werden. Dann kann der Verlust ausgeglichen werden. Also es wird im Leben nichts passieren, ohne dass uns ein Ausgleich angeboten wird. Und dass wir nicht auf eine Einstellung hängen bleiben, ich habe meine Mutter verloren oder meine Frau ist vor 1,5 Jahren gestorben. Ich habe meine Frau verloren. Das ist sehr ungünstig, weil dann richten wir unser Gehirn auf Verlust und sind ständig am Suchen. Und können derzeit, in der wir suchen, können wir natürlich weniger finden. Also es ist wichtig, die Bedeutung der Träume zu erkennen. Und zum Entschlüsseln von Träumen ist es bedeutend zu wissen,
dass alles, was wir im Traum darstellen, sind wir selbst. Es ist eine Spiegelung. Ja, im Alltag ist natürlich diese Spiegelung auch vorhanden, nur wir erkennen den Spiegel oft nicht. Das heißt, wir reflektieren nicht. Ja, reflektieren hat zwei Bedeutungen. Einmal spiegeln, ja, und einmal sich zurückbesinnen. Also diese Doppelbedeutung, sich auf sich zurückbesinnen, das machen wir ja im Alltag ganz wenig. Einige haben Fragen geschickt zum Träumen. Da möchte ich gerne ein paar aufgreifen. Und zwar die Frage, Frank, das war von dir, glaube ich. Wie kann ich meine Themen mit in den Traum nehmen? Ja, wie finde ich den Einstieg ins bewusste Träumen? Der Einstieg ins bewusste Träumen wird nur erfolgen, wenn wir Tag und Nacht in einer Balance haben, in der Wahrnehmung, wenn die Bedeutung ähnlich gleich ist, weil dadurch eine Mitte entsteht. Wenn wir am Tag dann 12 Stunden durchackern, dann wird in der Nacht wird es mit dem Träumen und bewussten Träumen nicht so arg viel werden. Ich schließe meinen Tag immer mit einer Meditation ab. Also Meditation heißt ja schon Mitte. Ich lasse alles Schöne und Gute, was an diesem Tag passiert ist, das Positive lasse ich nochmal vor dem inneren Auge vorüberziehen und wache am nächsten Tag mit diesen positiven Gedanken wache ich auf. Ja, positiv ist das, was uns Gesetz gegeben ist. Das bedeutet positiv. Das, was uns zur Verfügung steht. Ein Negativ ist ein nicht entwickeltes Positiv. Also nicht zu sehr mit Negativen beschäftigen und das Negative in die Träume mitnehmen, sondern nach Lösungen fragen zu dem, was wir nicht bewältigt haben oder was uns Sorgen macht. Die Signalwirkung von Träumen ist unglaublich. Vor einer Woche hatte ich eine Kundin, die hat fast jede Nacht geträumt, dass ihre Toilette überläuft. Und das hat sie absolut belastet. Solche Bedeutungen stehen immer in einem Kontext. Es ist schön, diesen Kontext zu wissen. Ich stelle dann auch spontan Fragen dazu. Und ich habe dann gefragt, was sie momentan so belastet. Und es waren ihre Eltern, ja, die ihr Sorgen bereitet haben, weil sie alt und etwas gebrechlich waren. Und Toilette hat immer mit Entsorgung zu tun. Ja, also ich habe ihr gesagt, sie soll diese Sorgen lernen zu stoppen, zum Beispiel durch Meditation oder durch positive Bilder. Ja, dass man eine Krankheit in ein positives Bild gibt. Ich habe 1,5 Jahre meine Eltern gepflegt, vor allem mein Vater, der demenzkrank war. Und dafür positive Bilder zu entwickeln, das braucht schon eine sehr gute Reflexion. Ich habe den Ärzten, die gesagt haben, das wird jetzt von Tag zu Tag schlechter, begonnen, ein Tagebuch zu führen und aufgeschrieben, was von Tag zu Tag besser geworden ist. Weil jeder Krankheitsprozess ist gleichzeitig auch ein Heilungsprozess. Ganz klares positives Denken, wie wir Bilder erzeugen, die uns Antworten geben. Wenn wir diese Bilder nicht erzeugen oder zu viele negative Bilder in uns tragen, dann verdecken diese Bilder, ich zeige das mal an einem Bild, diese Bilder sind ja immer mit Geschichten verbunden, diese Bilder. Diese Bilder verdecken damit, könnt ihr sehen, verdecken damit unser Inneres. Ja, dann ist unser Leben sozusagen bewölkt und wir können die Heiterkeit, die können wir gar nicht mehr wahrnehmen. Also es setzt voraus, das bewusste Träumen setzt voraus, dass wir
bereit sind, negative Bilder zu entwickeln, dass wir bereit sind, diese Einstellung zu haben, dass ein negativ, ein nicht entwickeltes positiv ist. Ja, ich sage dann immer, wer es nicht glaubt, soll seinen Fotografen fragen. Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse. Und dass wir uns des Positiven bewusst sind. Was ist mir gesetzt gegeben? Welche Potenziale machen mich aus? Was steht mir alles im Leben zur Verfügung? Und nicht die Konzentration auf das, was mir fehlt. Wir sind ja sehr oft in diesem Mangeldenken gefangen und wundern uns dann, dass uns der Mangel dann richtig an der Angel hat. Also dieses bewusste sich in der Fülle sehen und bewusst konzentrieren auf das, was ist als nächstes entwickelbar. Das wird entscheidend sein. Es kam auch noch die Frage, welche Stärken liegen mir zugrunde? Liegen Menschen zugrunde, die Träume deuten können oder überhaupt bewusst träumen können? Also jeder Mensch ist in der Lage, bewusst zu träumen. Nicht jeder Mensch ist in bester Lage, Träume auch gut deuten zu können. Das hängt dann teilweise schon von bestimmten Wesenseigenschaften ab. Ja, ich unterscheide von den Wesenseigenschaften. Grundsätzlich gibt es Menschen, die kommen eher von der kühlen, rationalen Seite und Menschen, die eher von der warmen Seite kommen. Ja? Eher herzlich sind. Ja, ich zeige das auch mal. Im Modell, das ist auch ein Prinzip der Polarität, ja, Menschen, die von der herzlichen oder von der kühlen Seite kommen. Und Menschen von der herzlichen Seite sind natürlich viel leichter an ihre Emotionen und Gefühle angeschlossen. Und sie werden es leichter haben, die Verbindung zu geistigen Prinzipien oder zu der Tiefe, in der Tiefe und Tiefgründigkeit, Verbundenheit, die werden es damit leichter haben. Aber es geht darum, dass wir den Gegenpol, den positiven Gegenpol in uns entwickeln. Das heißt, dass ein warmherziger Mensch natürlich auch, damit er nicht überhitzt, er braucht einen Kühler. Ja, und der Kühler ist die Ratio. Und der rationale Mensch, ja, der tut sich im Außen in der rationalistischen Gesellschaft natürlich viel, viel leichter, aber auch er wird den Gegenpol, ja, dass seine Gefühle zu äußern oder wahrzunehmen, entwickeln können. Ja, und immer wenn auch hier diese Balance erfüllt ist und wir in diese Mitte kommen, dann beginnt Entwicklung und dann können wir natürlich, egal ob wir von welcher Seite wir kommen, können wir uns entwickeln. Also Voraussetzung ist die Balance. Ich möchte zum Anfang noch ein paar Kleinigkeiten mit erwähnen. Junge Menschen, ich erwähne in Vorträgen immer das Thema Träumen. Junge Menschen sind in hohem Maße in der Lage, Träume zu beeinflussen. Das heißt, in den Traum einzugreifen oder aufzuwachen und einzugreifen und den Traum nochmals zu träumen. Das ist älteren Menschen wohl dadurch, dass sie mit vielen Geschichten beschäftigt sind. Geschichten sind ja etwas, was uns, wenn es negative Geschichten sind, uns zuschichtet. Deswegen heißt es Geschichten. Dann wird es ihnen nicht so leicht sein, Träume tatsächlich zu beeinflussen. Wenn wir Träume beeinflussen können und gut enden lassen können, dann bedeutet das, dass wir eine starke Kraft haben, Dinge zu realisieren. Das ist wichtig zu wissen. Dann das Thema luzides Träumen. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Man nennt es auch Wachschlaf.
Es ist ein Riesengeschenk. Junge Menschen haben auch hier in hohem Maße haben sie den Wachschlaf. Und sie wissen, kennen oft diese Bedeutung nicht. Ja, auch viele von euch werden diese Art des Träumens kennen. Man kann Wachschlaf so unterscheiden, das hat mir vor über 20 Jahren mal mein bester Meditationslehrer gesagt, hebe im Traum gib den Befehl, die Hand zu heben. Wenn du die Hand heben kannst, dann hast du einfach nur eine Schlafstörung. Ja, wenn du die Hand nicht heben kannst, dann hat es damit zu tun, dass du gar nicht in deinem Körper bist. Das heißt, wir verlassen im Wachschlaf und beim luziden Träumen verlassen wir unseren Körper und sind in hohem Maße an spirituelle Kräfte oder andere Ebenen angeschlossen. Das muss uns keine Angst machen. Wir kommen da auch immer wieder zurück. Es sei denn, wir schießen uns mit irgendwelchen Drogen hinaus, dann kann das natürlich mal etwas enger werden. Und es ist wichtig für junge Menschen, weil wenn sie das nicht wissen, dass das Wachschlaf ein Riesengeschenk ist, dann denken sie am frühen Morgen, da hören sie auf ihre Ratio und die Ratio sagt ihnen dann, du hast schlecht geschlafen. Ja, weil die Ratio kennt natürlich das luzide Träumen nicht. Sie kann nur Antworten geben auf das, was sie kennt. Ansonsten sagt sie, nein, gibt's nicht. Und das ist natürlich blöd, weil dann fühlst du dich natürlich früh schlagkaputt. Wenn du es weißt, was luzides Träumen macht, dass du dich beim luziden Träumen an bestimmte Ebenen angeschlossen bist und Fragen stellen kannst und auf alles, was dir wichtig und wesentlich ist, auch eine Antwort bekommen wirst. Und dass diese Antworten, die du erhältst, die gehen beim Wachschlaf manchmal die ganze Nacht durch, dass diese Antworten, dass du dich immer daran erinnern wirst, ja, dann können auch junge Menschen den Wachschlaf, natürlich auch Ältere, wird auch viele Ältere geben, die es nicht kennen, können den Wachschlaf nutzen, um mehr vom Leben zu wissen und ein Stück vom Unbewussten bewusst zu machen. Ja, und wir leben ja nur so ein kleines Stückchen Bewusstsein. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir das Unbewusste belichten und hinter die Kulisse schauen können und in unser Leben integrieren können, was das für eine Kraft für ein Leben ausmacht. Also wenn Leute hier dabei sind, sagt bitte, ob ihr das luzide Träumen, Wachschlaf oder es gibt da noch viele andere Zustände, nur eine kleine Auswahl, die ich hier beschreibe oder auch die ich kenne. Also ich kenne ja nicht alle Zustände. Wenn ihr diese kennt, wäre es schön, wenn wir da auch in den Austausch gehen. Und wer Kinder hat, fragt eure Kinder, wie sie träumen. Ja, dass sie sich bewusst werden, was mit dem Träumen tatsächlich passieren kann. So, das war die kleine Einführung. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Wunderbar, Joachim. Danke, danke. Ich würde es schön finden, wenn wir die Fragen jetzt nicht in den Chat schreiben, was auch eine Möglichkeit ist, sondern dass ihr euch einfach meldet und direkt dem Joachim die Impulse gibt, wer mag. Einfach Stummschaltung aufheben und dann herzlich willkommen mit den Fragen und Impulsen. Ja, ich wollte noch mal fragen zu diesem Wachschlafen. Maria, ja. Christina ist mein Name. Ist es das, wo man glaubt, man ist wach und ist so halb schlafend, halb runter? Genau. Dieses in der Nacht einfach, das Gefühl, man hat nicht geschlafen, aber eigentlich hat man doch geschlafen. Genau, man kann es nicht ganz zuordnen. Das ist das. Und da würde ich als Test wirklich den Befehl geben, die Hand zu heben. Dann kannst du ganz sicher sein. Vielleicht gibt es auch so Zwischenzustände, das weiß ich nicht, oder so ein Mischmasch, weil dann hast du eine andere Konzentration, eine andere Freude auf das, was dann da passieren kann. Okay. Ja, und im Wachschlaf ist die Zeit aufgehoben. Also da
Da bist du im Moment, also von der Zeitschiene. Ich zeige dir auch nochmal gerade auf. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Ja. Das ist die Zeitschiene. Mhm. Ja, die Gegenwart ist in der Mitte. Ja, mhm. in der Mitte können wir eintauchen. Eintauchen in die Welt der Träume. Und wir können diese Welt der Träume mit nach draußen nehmen. Ja, wir tauchen in die Tiefe und wir nehmen sie mit einer großen Sicht, man nennt es ja auch Vision, mit nach draußen. Und dann können wir sie auf den Weg bringen. Ja, das ist außen und innen. Es ist wichtig, das zu unterscheiden. Also das ist außen und das ist innen. Willst du verstehen? Und in der Gegenwart, ja, im Dasein ist ja alles da. Es sei denn, wir nehmen es nicht wahr, dass es nicht da ist, weil wir selber schon wieder in der Zukunft sind oder in der Vergangenheit gerade wieder uns festgebissen haben und nicht im Gleichgewicht sind. Also zu lernen im Dasein, und das geht nur übers Fühlen. Also ohne Fühlen können wir im Dasein nicht wahrnehmen, was da ist. Aber es ist immer da. Und jedes Problem, jede Lösung wird im Dasein da sein und gelöst werden können. Es gibt kein Problem, das nichts über das Fühlen wieder zu einer Lösung geführt werden kann. Kennst du das, Maria, Christina? Wir duzen uns einfach alle in dem Raum. Ja? Ist in Ordnung. Wenn wir uns außerhalb des Raums begegnen, auch. Kennst du Wachschlafen, Maria, Christina? Naja, es ist mir schon mal, ja, man kriegt es ja schon mal mit. Ist nicht so häufig, aber jetzt weiß ich, dass das sozusagen auch eine andere Dimension hat. Ja, und das war mir nicht bewusst. Ja. Und je mehr du meditierst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesen Zustand kommen kannst. Mhm. Also ich bin auch die Zukunft auch wirklich sehr optimistisch, weil so viele junge Menschen kennen diese anderen Formen des Lebens am Tag und in der Nacht. Mhm. Wenn sie sich der Kraft bewusst werden, wie viele Lösungen sie da erfahren und an welche Kräfte sie angeschlossen sind, mein Gott, das ist genial. Da können wir die reale Welt im Außen, das Gewurschtel in der Politik und Rumgestochere, das können wir vergessen. Das wird, es wird was ganz, wirklich was ganz Neues entstehen. Mhm. Und ich habe selbst, also ich habe jetzt nicht jeden Tag Wachschlaf, wäre schön. Ne? Das wäre wahrscheinlich eine Überlastung, das würde wahrscheinlich gar nicht aushalten. Ich bin froh, wenn ich es 3-4 Mal im Jahr, wenn es passiert. Bei mir passiert es oft, wenn Vollmond ist. Ja? Mhm. Und es hat viel mit dem inneren Gleichgewicht zu tun. Also wenn ich selber durch den Wind bin, da wird der Wachschlaf wahrscheinlich auch an mir vorbei wehen. Und in solchen Zeiten, also als ein Beispiel, ich habe 2007, 2008 habe ich ja das erste Namensbuch geschrieben und zu den Buchstabenbücher geschrieben. Die Erkenntnis der Symbolwelt, der Buchstaben, die habe ich nur aus dem Wachschlaf. Das findet man auch nicht in der Runddeutung oder irgendwelche Literatur. Das sind Bilder, an die wir herangeführt werden. Die Bilder sind ja schon immer da. Nur wir erkennen die Bilder nicht. Ja, wir erkennen nicht, dass ein I eine brennende Kerze ist und Licht bedeutet. Wir haben genauso wie die Chinesen eine Symbolwelt, einfach eine andere Symbolwelt. Und je mehr wir über Symbole wissen, desto reicher wird unser Leben sein. Ja, die Arbeit mit systemischen Stellen. Systemische Stellen ist symbolisches, eine symbolische Arbeit, die funktioniert. Ja, und ich habe von meiner Arbeit her, das greift tief in die Träume hinein. Ich habe von meiner Arbeit her, ich habe eine Kiste mit Gegenständen. Eine von euch, Frank, du kennst es ja, diese Gegenstände, mit denen man spielen kann. Ich zeige euch das mal. Das war jetzt nicht vor.
Das ist jetzt so eine, die Symbolkiste. Ja, so, gestern habe ich einen Kunden gehabt, der hat für sich diesen Gegenstand genommen. Das ist wie eine Traumwelt, die passiert. Ja? Und er hat diesen Gegenstand, den hat er, jetzt bin ich ja rausgeflogen hier, diesen Gegenstand hat er dann auf den Tisch gelegt. Bin ich immer noch draußen? Ja. Jetzt. Hat er auf den Tisch gelegt. Ja? Und dann hat er seine Frau, mit der er gerade im Stress ist, hat er dazugeholt. Das war seine Frau, ja? Die ständig piekst und stachelt. Und das hat, wir greifen in diese Kiste rein mit geschlossenen Augen. Nur über Fühlen holen wir die Teile. Das ist seine, er sagt, er fühlt sich so ohnmächtig und nur noch reaktiv. Ja klar, wenn er, das ist das Wutmännchen. Ja? Wenn er flach auf dem flach liegt und ständig gestachelt wird, dann ist er natürlich ohnmächtig, mutlos. Ja? Und das reizt unter anderem seine Frau noch mehr zu stacheln, weil er hier eine Auflähmung macht. Das kann sie dann natürlich überhaupt nicht ab. Und als drittes Symbol hole ich dann immer noch einen Gegenstand dazu, wie schaut denn die Lösung aus? Ja, dann hat er diese Lösung, den Elefanten als Lösung genommen. Der Elefant war gerade auf dem Weg zu ihm. Also auch wie es dann auf dem Tisch gezeigt wird, der Elefant war auf dem Weg zu ihm. Der Elefant, er steht für Wissen und Weisheit. Ja, die Lösung kann nur Weise sein. Ja? Und dann ist ihm per Zufall, Zufälle sind immer besonders interessant bei solchen Geschichten, ist ihm diese Sandform, die ist ihm einfach unter den Tisch gefallen. Ja? Und die Sandform steht für Gestaltungskraft. Und ich habe gesagt, du hast deine Gestaltungskraft einfach unter den Tisch fallen lassen. Deswegen liegst du ohnmächtig auf dem Boden. Und wenn du in deine Gestaltungskraft gehen willst, dann möglichst nicht als diese wilde schon grün und blau vor Ärger, sondern mit der Kraft, mit der Größe deiner Liebe dann aufzustehen, ja? und in Kommunikation zu gehen. Also da sehen wir, wie Gegenstände, Symbole eine unglaubliche Wirkung haben. Ja, hier sind es gibt 12 Archetypen und für jeden Archetyp habe ich jetzt hier einen Gegenstand. Also die Kiste ist ziemlich voll. Ja? Und es ist unglaublich, wie das innerhalb von einer Viertelstunde ist es eine Diagnostik zu sehen, was brauchen wir? Was brauchen wir, dass das Nächste passieren kann? Und das sind Gegenstände, die genauso in Träumen vorkommen können oder miteinander agieren. Ist ja wie ein Schauspiel, das am Tisch gespielt wird. Ja, ich hatte einmal einen Mann, der hat sich auch von seiner Frau getrennt und als um das Wesentliche zwischen ihm und seiner Frau ging, er kannte die Symbolwellen, die hat er hier den Rosenquarz rausgenommen. Ja, und das war damals auf La Gomera. Und dann hat er diesen Rosenquarz genommen und hat ihn auf den Tisch gelegt, in die Mitte des Tisches. Da war aber ein Loch für einen Sonnenschirm. Ja. Und dann ist der Rosenquarz einfach runtergefallen. Ja, er hat seine Liebe unter den Tisch fallen lassen. Ja. Also es war herzergreifend. Er hat dann richtig weinen müssen. Ne? Also das hat ihn richtig ergriffen, was er in seinem Leben da gerade tut. Ja, und ähnlich funktioniert, ich arbeite ja auch als Maler, ähnlich funktioniert auch die ganze Welt der Malerei, also vor allem der Ausdrucksmalerei. Ja, da tauchen auch ganz bestimmte Symbole auf. Wie ich Symbole im Traum deute, mache ich es natürlich auch innerhalb der Malerei. Das kann jeder so machen, wie er wie seine Talente sind, wie seine Potenziale sind. Die Hauptsache, wir haben Bilder, die positiv werden, die nach draußen kommen, die einen Ausdruck, eine Formulierung oder gemalt werden. Ja, weil wir brauchen den Ausdruck und wir brauchen, und das ist wirkliche Bildung, wir brauchen Bilder, die uns Energie geben. Und die uns nicht den Boden unter den Füßen wegreißen. Joachim. Einfach schöne Bilder, wo ich sage,
ach, für so ein Bild kann ich aufstehen. Da habe ich einfach Lust aufzustehen. Ja, und Joachim. Ja? Du bist so eine Bereicherung. Also es bräuchte gar keinen, für mich keinen aktiven Teil. Aber bevor es jetzt wirklich losgeht, weil die Gabriele hat einen Impuls und der Frank, würde ich gerne noch was einbringen. Mhm. Und Alexander, ja, ich glaube, ich habe sonst nicht mehr die Chance. Aber ganz kurz, ich durfte mit dir arbeiten. Und warum es diese Ökonomie der Menschlichkeit gibt, hat sehr viel mit meinem Vater zu tun, der ein Leben lang depressiv war. Und wir haben das aufgestellt. Also es war ganz spontaner Zoom-Austausch. Und für meinen Vater hatte ich das in der Hand. Joachim, kennst du das noch? Ich weiß noch, ja. Und eine Feder für Menschen, der 80 Jahre depressiv war, das war eine Sensation. Ich habe nur intuitiv Dinge genommen, die ich am Tisch hatte. Und das war so bereichernd und so berührend, was du damals auch dargestellt hast und du hast das in eine Chronologie gebracht. Wunderschön. Eine Frage habe ich noch. Ja, Feder, zwar, nur dass alle Bescheid wissen. Feder steht... Er steht für Spiritualität, die Macht der Spiritualität. Ja, und so als Beispiel von der Sprache, mit einer Feder hast du die Aufgabe, federführend zu sein. Ja, also das ist deine Aufgabe und das machst du ja in genialer Weise in deiner Ökonomie der Menschlichkeit. Schön. Und eine Frage hätte ich noch, und zwar, wir verdrängen ja Dinge. Das sind Traumata, das sind Erlebnisse, die suboptimal waren, die will ich ja nicht mehr. Die tue ich weg und unterbewusst sind sie da. Und jetzt wäre ja in der Nacht im Traum verarbeitet sie ja viel. Und ich habe heute meine Partnerin die Elisabeth gefragt, gesagt, hat sie träumt ja sicher, was hast du geträumt? Keine Ahnung. Also wie kann ich jetzt die Träume auch nutzen, gewisse Dinge, die unterbewusst da sind, die mein Tagesleben blockieren, dass die, wie kann ich meine Träume besser verstehen, sichtbar machen? Wie kann ich da in der Nacht auch positiv arbeiten, um in ein tieferes Menschsein zu gehen, sage ich jetzt einmal. Also wäre gut, wenn du nachts dann nicht arbeitest und auch nicht positiv arbeitest, sondern es geht um deine Bereitschaft. Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen. Die Bereitschaft, alles anzusehen, was auf dich zukommt, was dir gerade zur Verfügung steht. Ja, es ist auch wichtig, nicht zu pushen. Ja, über das Pushen kann ein großer Schaden entstehen. Ja, ich habe in den 80er Jahren, habe ich ja mehrere Jahre mit meiner Frau in Portugal gelebt und wir haben dann so exzessiv gemalt, es war Pushen. Da kommt dann auch was bei raus, aber da kommen dann auch Horrorträume raus, ja, die wir unter Umständen nicht mehr so leicht wieder transformiert bekommen oder überhaupt wegbekommen. Also es hat auch die Geschwindigkeit, wie die Dinge sich entwickeln wollen, ist es wichtig, diese Geschwindigkeit zu achten, überhaupt wahrzunehmen. Und dieses Willen, ich will, das ist mit so viel Schmerzen verbunden, weil wir unter Umständen noch gar nicht bereit sind, eine bestimmte Kraft im Außen zu halten. Ja, die ganzen SDS-Stars, mein Gott, was haben die für ein Drama, in dieser Höhe zu bleiben. Oft schaffen sie es ja nur noch mit Drogen, sich hochzupuschen und dann doch wieder in die Tiefe zu stürzen. Also auch das Leben als eine Wellenbewegung zu verstehen. Ja, nach Vorträgen, wo sehr viel Energie dann präsent ist. Auch in solchen Events ist natürlich der Energiepegel höher, als er normalerweise ist. Ja, das kann sein, dass ich danach mich wieder ärgere, dass niemand abgespült hat. Aber es wäre in dem Fall normal, weil ich alleine lebe. Ja, Joachim, schön. Und ich weiß ja jetzt, warum der Norbert gesagt hat, wäre F. Bickenbild, du hast eine tolle Bildsprache, Symbolik. Du schreibst da nur auf Papier und blendest nicht irgendwas ein, sondern wirklich auch der Ausdruck. So, Joachim, du verlierst ein bisschen die Zeit, was super toll ist. Wir haben jetzt gleich vier Leute, die eine Frage haben oder einen Impuls haben. Vielleicht kurz, Gabriele, bitte. Gabriela, sorry. Hallo, lieber Joachim, ich grüße dich ganz herzlich. Ganz kurze Frage. Wenn ich jetzt auf dem Sofa ein Nachmittagsschläfchen mache und mir beim Schnarcheln zuhöre, schlafe ich und bin ich da wach?
Ist das, ja, das jetzt einfach? Auf jeden Fall. Wenn man selber zuhören kann, das ist immer ganz verrückt. Aber das hat jetzt nichts mit diesem Wachschlaf zu tun. Nee, der Nachmittagsschlaf ist manchmal sehr, sehr tief, weil wir dann in so eine, manchmal bis auf diesen tiefsten Punkt auch fallen können. Ja? Mhm. Es ist ein Genussschlaf, wo wir sehr schnell regenerieren können. Mhm. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Wachschlaf zu tun. Also dazu will ich das Gefühl haben, ganz präsent zu sein. Ja, okay. Und nicht ganz tief weg zu sein. Nach dem Schlaf, da sind wir oft sehr tief weg und nicht gleichzeitig ganz präsent. Also es sind beide Phänomene spielen eine riesengroße Rolle. Ja. Okay. Danke dir. Ja, bitte. Ja, schön, dass du dabei bist, Gabriela. Ja, schön, dir zuzuhören. Danke. Ach, gerade kenne ich doch. Okay, Gabriela. Frank, bitte. Ja, danke. Joachim, was ist der Unterschied, wenn ich träume und mich selber sehe aus einer meinetwegen Metaperspektive oder ich fühle im Traum selbst, wie mich jemand berührt? Also ich bin in der Person drinne. Mhm. Was ist der Unterschied? Ja, es ist, wenn du dich selbst beobachtest, ist es so wie beim systemischen Stellen, beim Familienstellen. Da bist du draußen und wählst deine Stellvertreter, das ist ja auch wie ein Traum, und kannst dich beobachten. Ja, es wird dir gut gehen, wenn du die Beobachtung auf dich beziehst und merkst, ja, das bin ja alles ich, was da passiert. Wenn du es fühlst, bist du in der Rolle drin, dann bist du bereits im Transformationsprozess, weil ohne Fühlen findet keine Transformation statt. Okay. Ja, und bei dem Beobachten oder bestimmten Traumbegegnungen geht's oft auch, dass wir erst einmal in eine Balance mit dem anderen, der anderen kommen, die in dem Traum auftaucht. Okay. Wunderbar, danke Frank. So, Alexander, Prinz und weiter. Schön, einen Prinzen dabei zu haben. Ja, das ist doch was, ne? Hab ich nicht jeden Tag. Aber der ist ganz normal und der hat die Frage an Joachim. Ich habe, anders als das, was du geschildert hast, relativ oft diese Kurz- oder Tagträume oder Wachträume, was immer das jetzt ist, wo man das Gefühl hat, ist das jetzt eine Sekunde gewesen oder eine Minute, gefühlt und nach dem, was man rekonstruieren kann, keinesfalls mehr. Und meine Frage geht jetzt dahin, haben diese Träume eine andere Bedeutung oder Intensität als die üblichen und bekannten Nachtträume? Und dann auch vielleicht, wie lange können solche Nachtträume, die wir alle am besten kennen wahrscheinlich, dauern? Ist das eine Frage von Minuten, Sekunden oder auch vielleicht in Größenordnung von, sagen wir mal, einer Stunde oder so etwas? So kommt es einem zumindest vor. Ich habe gerade heute Nacht wieder solche Träume gehabt, von denen ich dachte, das ist eine ganz lange Erlebnissequenz, die viel, viel Zeit beansprucht hat. Also diese Zeitspanne und was bedeutet das für die Intensität, Joachim? Danke. Ich würde dich gerne sehen. Ich habe dich jetzt nicht gesehen, Alexander. Bist du der Prinz Alexander, den ich kenne? Ich sehe mich zumindest und mein Bild ist an. Okay, dann liegt es an meiner Technik. Bild ist da, Joachim, das siehst du nicht gerade. Bild ist da. Dann liegt es an meiner technischen Fähigkeit. Bist du jetzt zu sehen? Mal wenig. Ist egal. Gut. Also du bist der Alexander, den ich kenne, ne? Hallo, Prinz Alexander. Ja, das ist der Alexander, den du aus Hamburg kennst. Alles klar, jetzt sehe ich dich, alles klar. Ja, jetzt weiß ich es auch. Ja, wunderbar. Okay, haben Sie Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also Alexander, die Träume, die wir am Tag haben, manchmal schieben sich so Träume, schieben sich über eine Realität, weil wir die Welt des Träumens zu sehr vergessen. Also es ist sehr wichtig, den Träumen Raum zu geben. Und es kann ein Zeichen sein, dass du zu stark in der Realität verwurzelt oder
oder auch festgebissen bist. Ja, muss es nicht sein. Und dass du diesen Träumen wieder einen Raum gibst, dass sie überhaupt erscheinen können. Ja, es gibt viele Dinge, die alle Menschen, also Wunder, die Menschen immer wieder erleben, aber sie nehmen die Wunder nicht wahr, weil sie wegschauen. Und die Wunder, wenn solche Wunder passieren, macht Folgendes, schreibt diese Wunder auf, schreibt die Symbole auf, damit sie eine Bedeutung für euer Leben bekommen. Danke. Und was wir in der Schule gelernt haben, ist ja oft, hör auf zu träumen, so ein Schwachsinn. Ja? Wir sollten ja auch in Schulen den Kindern viel mehr Möglichkeiten geben, zu träumen, Bilder zu haben. Ja, ich hab ja jahrelang an einer Uni Koblenz, war ich Referent für Träumen, aber für Persönlichkeitsentwicklung und habe mit Lehrerinnen Trainings gemacht. Und da ging es darum, dass sie den Kindern Raum geben für Bilder, für Äußerung. Ja, und oft haben Kinder keinen Raum und dann übernehmen sie dieses Denken, dass Träume sind Schäume. Ohne Träumen, wie sollen wir denn ohne Träumen eine Vision haben? Eine Vision von unserem Leben, ein Bild von unserem Leben. Ja, wenn im Leben Dinge passieren, die uns erstmal aus der Bahn werfen, dann taucht ein Leben dann irgendwann so auf. Ich mal das nochmal von vorhin, ja, mit diesen ganzen Wolken. Ja. Also dann wird es immer enger im Leben. Ja. Und wir erleben das ja nicht als bewölkt, sondern wir interpretieren es so, das ist die Kraft, die uns ausmacht. Ja. Und dann schneiden wir alles Mögliche ab und am Schluss bleibt noch so ein kleines Reihenhaus mit Vorgarten übrig. Und es ist für das Thema Heiterkeit einfach zu eng. Ja, viele Menschen leben so, dass ihr Leben, ihr Denken, ihr Fühlen immer enger wird, statt dass der Raum sich ausdehnen kann, dass die Möglichkeiten im Alter zunehmen, aber die Konzentration, sich zu entscheiden, was möchte ich denn in meinem Leben machen, das wird fokussierter werden, wesentlicher werden. Aber nur, wenn wir wissen, was unser Wesen ausmacht, dann können wir natürlich auch Wesentliches besser erkennen. Wesentliches, das uns wichtig ist im Leben und das zu unserer Weiterentwicklung gehört. Da ist so viel dabei, Joachim, auch für uns, die Unternehmer, die operativ im Außen in das, was einprasselt, oft nicht mehr weiter wissen und wo es dann aus einem tieferen Aspekt immer wieder Lösungen gibt. Alexander, ist das beantwortet vom Joachim? Ja, ich danke dafür und ich denke auch, das ist im Wesentlichen das, was ich hören wollte. Und lustig ist natürlich, Joachim, du lachst ja immer gern, schreibst dir auf, sagst du, oder schreibst euch auf. Ja. Das ist natürlich dann immer die Schwierigkeit, dass man es gar nicht mehr so erinnert. Aber vielleicht muss man sehen, dass man die Botschaft herausdestilliert und sich die notiert. Danke. Wer schreibt, der bleibt, heißt es ja. Ja, wenn du ein Bild mit einem Gefühl verbindest, dann bleibt das. Dann brauchst du es nicht mal mehr aufschreiben. Ja, deswegen ist es ja wichtig, dass wir mit Bildern lernen und nicht theoretisch und rationmäßig. Ich war ja in der Schule, war echt grottenschlecht. Ich habe einfach nichts verstanden, weil zu wenig Bilder waren. Ich wurde, mein Hunger nach Bildern wurde nicht gefüttert. Also es ist wichtig, diese alles, was du magst, mit einem positiven Bild zu verbinden. Und wenn wir mit jemandem Stress haben, mach ein positives Bild. Ich habe auch zum Tod meiner Frau, der sehr schmerzlich war. Ich habe positive Bilder entwickelt und dementsprechend öffne ich natürlich auch den Raum, in Träumen ihr zu begegnen. Ja, das ist, ich zeige dir das nochmal
Nochmal ganz kurz, weil das ist wichtig. Das ist der Tag. Das ist die Nacht. Ja, und diese Gemeinsamkeit, wo Tag und Nacht, da entsteht eine Gemeinsamkeit von Begegnungen, die wir dann in unserem Leben ganzheitlich nutzen. Wir leben ja nicht ganzheitlich, wenn wir die ganze Kraft am Tag verballern und abends halb tot ins Bett fallen. Dann leben wir nicht ganzheitlich. Joachim, wunderbar. Vielen Dank. Darf ich das auch noch einmal dazu sagen? Joachim, mir fällt wieder ein Spitzname, den ich dir mal irgendwann ganz für mich gegeben habe, ein. Den möchte ich an dieser Stelle einfach mal lauter sagen, weil er passt. Joachim, der Symbole. Sehr gut, sehr gut. Weißt du noch, was ich das erste Mal, als du zum Stellen zu meiner Frau kamst, vor bestimmt 10, 15 Jahren, habe ich gesagt, er bekommt bestimmt die Prinzenrolle beim Stellen. Das ist wahr, ist aber auch nur bedingt gelungen. Genau. Aber das ist auch zu viel Werbung, die da drin reinspielt. Ja, sehr gut. Aber Symbole sind immer interessant, weil man sich die am leichtesten merken kann. Ja. Ja, natürlich, weil so funktioniert unser Gehirn. Symbole sind mit Gefühlen verbunden. Und die können wenn ich sage Joachim der Symbole, ist das zwar humorvoll gemeint, aber mit viel Respekt bitte richtig das interpretieren. Das weiß ich. Wunderbar. Alexander, danke noch einmal für den feinen Impuls. Diese Sprache, Ausdruck, wer schreibt, der bleibt. Das haben wir ein bisschen ein Thema mit unserer in der Ökonomie der Menschlichkeit, wo die Unternehmer sagen, ich lebe eh Menschlichkeit. Die zeigt sich auf vielen Ebenen, aber das zu formulieren, zu zeigen, das in eine Sprache zu bringen, das hat viel, viel mehr Kraft und macht uns in dem Sinne auch sichtbar. Also das ist gerade ein Prozess, den wir gerade intensiv haben. So, jetzt lächeln bei mir, Theresa, bitte. Ja. Hallo zusammen. Also erstmal danke, lieber Joachim. Es ist wirklich ein Genuss, dir zuzuhören. Und ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ich glaube, ich habe einmal wieder mal so Wachträume gehabt und eine Zeit lang dann immer wieder öfter. Vor allem, wenn ich am Abend nicht zu viel Fernsehen geschaut habe oder Stunden bevor ich ins Bett gegangen bin, nicht mehr am Handy war. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Und auch eben, wenn ich viel meditiert habe vor dem Bett gehen. Und interessanterweise kann das sein, dass das zeitlich irgendwie auch zusammenhängt, weil ich habe das sehr oft, wenn ich in der Nacht zum Beispiel auf Toilette gehe und dann um 3, 4 sowas am Morgen und dann nochmal einschlafe, dann komme ich in diese Träume quasi. Ja, und das ist ja interessant, ja. Und dann ist irgendwie interessant, ich habe oft wieder ähnliche Träume oder gleiche Träume. Manchmal träume ich zum Beispiel, dass ich erfroren bin und in so einer alten Mühle auf so einem Tisch liege und irgendwie eine Frau wollte mich da irgendwie wieder retten oder zurück ins Leben holen. Und ich war aber irgendwie innerlich, bin ich wirklich aus meinem Körper irgendwie rausgefahren und habe das von oben alles beobachtet. Und als ich dann wieder wach geworden bin, war ich quasi wieder in meinem Körper drin. Aber das war überhaupt nicht bedrohlich oder so, sondern total schön. Mhm. Und ein anderes Mal, das habe ich auch öfters dann geträumt, dass ich schlafe und dass ich ja total ruhig bin, aber dass auf einmal mein Körper dann zum Fliegen anfängt. Also ich weiß dann nicht gescheit, wo dann meine Seele oder mein Gefühl war in dem Moment, aber das war, als läge ich noch im Bett, aber nur mein Körper ist einfach durch den Raum geflogen. Und das habe ich ein paar Tage hintereinander geträumt. Aber eben das, was ich daran so interessant finde, dass eben einmal aus meinem Körper draußen war und einmal mein Körper irgendwie weg von mir, also getrennt von mir war. Das war irgendwie eine interessante Erfahrung, ob man das vielleicht irgendwie deuten kann oder irgendwie. Ja, sehr, sehr schön, was du da sagst. Da ist so viel, viel Kraft mit drin. Also am Anfang zum, wenn du nachts auf Toilette musst, ja, 3, 4, es empfiehlt sich, das hat mir irgendeiner, der sich mit Schlafen befasst, mal erzählt, es empfiehlt sich, das Licht anzumachen. Also nicht so halb schlafwandeln, dann auf Toilette und die Toilette vielleicht nicht richtig finden, sondern will ich das Licht anmachen und dann gehen wir bewusster nochmal in diesen Schlaf hinein. Ja, können uns in diesen Schlaf fallen lassen. Hat wahrscheinlich mit dieser Polarität auch zu tun. Ja. Und was du sagst mit diesem Erfroren, Erstarren, was hast du da für ein Gefühl dabei?
Also vielleicht nur kurz zu dem Zeitlichen, zu dem Toilette gehen. Ich habe es dann einmal gelesen, dass man das bewusst vielleicht sogar ein bisschen herausfordern kann. Also wo ich dann wieder ins Bett gegangen bin danach, habe ich eben nur 5 Minuten oder so wirklich ins Bett gesetzt und probiert irgendwie mit zum Beruhigen und dass ich jetzt dann wieder bald einschlafe, aber war quasi noch nicht wieder zurück ins Zimmer und sofort eingeschlafen. Mhm. Und dann war das irgendwie vom Bewusstsein auch nochmal, glaube ich, ein Unterschied, dass ich schneller in dieses Träumen reingerutscht bin. Ja, sehr gut. Sehr ja. gut. Also es, du zeigst ein gutes Beispiel dafür, wie einfach eine Integration von Tag und Nacht erfolgt. Ja, und wenn du aus dem Körper gehst, das ist immer ein Zeichen, dass du einfach eine sehr gute Außensicht haben kannst. Ja, du kannst auch, ich weiß nicht, was machst du beruflich, wenn du sagen magst? Ja, ich studiere noch in Kommunikationswissenschaft. Ah, sehr gut, ja, passt doch gut. Ja, also es ist wichtig, dass solche Träume hängen auch mit einem Potenzial zusammen. Also das Potenzial, Dinge von weit außen zu betrachten und nicht aus seinem Körper heraus, sondern geistig außerhalb des Körpers. Also es ist eine Kraft, Meta-Ebenen betreten zu können und wieder bewusst in den Körper zurückzugehen. Also auch anderen sagen zu können, das kann ich sehen. Ja? Und nicht draußen zu bleiben. Also wenn du da eine Balance findest, dann kannst du dieses Potenzial richtig entwickeln. Ja, also ich habe in meinem Leben einige Male, aber nicht unbedingt im Positiven, außerkörperliche Wahrnehmung gehabt. Hängt aber gleichzeitig auch, also seitdem ich jetzt Meditation pflege, seit weit über 20 Jahren, seitdem träume ich anders und habe eine andere Qualität und kann die Nacht für den Tag nutzen. Ja, auch lebe hier in so einer Art Lebensgemeinschaft, also auch Träume von anderen Menschen zu übersetzen, einfach nur kurze Impulse an Menschen zu geben. Das ist manchmal wichtiger als ein ganzer Workshop. Ja? Nur zu wissen, dass Menschen brauchen Impulse. Und es gibt Menschen, die sind Überträger von Pulsen. Die haben halt die Aufgabe, dann diese Impulse an Leute zu geben, die gerne Impulse haben wollen. Ja? Ein Beispiel, ein Freund von mir, der hat geträumt, dass ein Leiterwagen, da sitzen Kinder drin. Und der rollt den Abhang runter, er ist der Beobachter und taucht in See auf und in See ein und die Kinder ertrinken natürlich im See. Ja. Und die Bedeutung von so einem Traum ist so einfach. Ja. See, Wasser steht für Gefühle und Tiefgründigkeit. Ja, ich habe dann nur den Impuls gegeben, es scheint an der Zeit zu sein, dass du nochmal nachfühlst, was in deiner Kindheit war. Ja, das heißt, wir bekommen die Botschaft, uns das da nochmal anzuschauen. Ja, wenn eine Mutter beispielsweise träumt, das habe ich sehr oft, da habe ich diese Symbolwelt, dass Mütter dann sagen, ich habe heute Nacht geträumt, mein Kind stirbt, ja, oder ist gestorben. Und ich frage dann gerne, also die Standardfrage ist, wie alt das Kind ist. Ja, in der Regel sind die Kinder dann 17 bis 20 oder schon über 20. Und da kann ich nur sagen, lass das Kind los. Ja, das heißt, aufhören zu glocken. Und das heißt nicht, dass das Kind sterben wird. Und das ist erstmal eine große Erleichterung auch für diejenigen, die das träumen, weil das beflügelt ja oft die Angst und sie halten dann die Kinder noch mehr an sich geklammert. Matthias, jetzt sehe ich dich erst. Und macht es dann, also was würde ich sagen, wenn man selber träumt, dass man stirbt, weil eben als ich diesen Traum in dieser Mühle hatte. Ja. Also die Mühle, es ist im Wasser, ertrunken bin ich auch mal. Ja. Also, war schön, es war nicht schlimm. Ja, wenn du erfrierst, bist du ja sehr konzentriert. Ja, du kühlst praktisch runter, damit du
die andere Ebene besser sehen kannst. Mühle steht für das Rad des Lebens. Ja? Was ich sehr oft bei, ich habe auch Meditation, auch teilweise mit Lehrerkollegen gemacht. Ich hatte mal ein Lehrerkollegium, waren 20 Lehrer, da haben wir dann über eine Stunde meditiert und mit Atemtechniken, und es war ganz verrückt. Also wenn du sehr tief runterkommst, dann kommst du in Zustände, wo du fühlst, dass alles kalt ist. Ja, die Lehrer haben, also 80% der Lehrer haben dann behauptet, ich hätte die Heizung ausgestellt. Aber ich habe die Heizung nicht ausgestellt. Das war deren eigene Kälte, die einfach dann gespürt wird und sich dann auflösen kann. Und dann merkst du, was das für ein transformatorischer Prozess ist. Ja. Manche haben gesagt, es hat alles nicht gewirkt. Wir hatten aber richtig Muskelschmerzen, Muskelgader. Ja, also der beste Beweis, dass es alles richtig gut funktioniert. Joachim, danke. Theresa macht Kommunikation für uns, und darum habe ich gesagt, ein Lächeln bei mir, und du hast gesagt, was macht die Theresa? Also, ganz große Freude, wir sehen uns am Donnerstag, und das ist eine ganz große Dynamik. So, wir haben eine Stunde gesagt oder ausgeschrieben, ich würde gerne noch ein bisschen verlängern, weil es ganz, ganz interessant ist, wer dabei bleiben möchte. Vielleicht nur 10, maximal 15 Minuten, und vielleicht bringen wir alle Fragen, Impulse durch. Danke, Theresa. Barbara wäre der Nächste, bitte. Ja, hallo Joachim oder ja, alle. Ich habe unter luziden Träumen, oder was ich bisher erlebt habe, ist, dass ich im Traum mitkriege, dass ich träume, und das, was ich mir dann wünsche, ist eigentlich jedes Mal zu fliegen. Und daran merke ich dann, ob es klappt. So, und also so wie, also ich habe dann bisher keine Fragen gehabt, sondern eigentlich eher das ausgelebt, also was ich mir immer wünsche. So. Mhm. Also so habe, ja, genau, also dass ich wie auf, also wie, als wenn ich im Traum plötzlich checke quasi, ob ich träume. Also der Mensch ist ja in der Lage, auf unterschiedliche Metaebenen zu gehen. Ja, wir können uns beobachten, wir können uns sogar beobachten, wie wir uns beobachten. Das ist erstaunlich, also wie viele Differenzierungen wir da einbauen können. Und die Beobachtung ist wichtig. Bevor du fliegst, wirst du es beobachten können. Und kennst du das Fliegen im Traum? Ja, eben. Ich fliege einfach viel im Traum. Ja, sehr gut. Ja. Also, wenn ich es mir wünschen kann. Ja, und es hat eine Polarität. Also, wenn du viel fliegen kannst, ich kann auch sehr viel fliegen in den Träumen. Gerade die letzten Tage bin ich unglaublich viel geflogen. Es hat gleichzeitig oft, also ich kann es jetzt nicht bei dir sagen, aber es hat oft das polare Gegenstück, dass in der Zeit besonders tiefe und schwere Themen bearbeitet werden wollen. Und dafür bekommen wir das Geschenk zu fliegen im Traum. Ja, und du kannst dieses Gefühl zu fliegen von Leichtigkeit, ist ja auch Meta eben, siehst die Dinge von oben. Dieses Geschenk kannst du einfach immer mitdenken, wenn du dann in der Realität bestimmte schwere Themen zu bearbeiten hast, dann wird es leichter fallen. Also dann wird die Leichtigkeit, wird es dann auch die Schwere der Themen mit durchdringen. Ja, weil Schwere entsteht ja durch eine zu starke Konzentration. Ja, Stress heißt betonen. Also wenn wir etwas zu sehr betonen, dann haben wir natürlich Stress. Ja, das heißt, dass wir lernen, den Ton wieder ein bisschen rauszunehmen. Schön, Barbara. Passt für dich? Super. Gut, zwei haben wir noch. Und Barbara, du bist lautlos jetzt. Kann jemand Lippen lesen? Ich habe neulich, weiß nicht, ob das stimmt, aber neulich habe ich gehört, dass das Vitamin B12 irgendwie, also das Träumen unterstützt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht als Anregung. Das kann sein, aber ich denke, man soll das vorsichtig einwerfen.
Okay, danke. Überhaupt der Ausgleich von Mineralstoffen und allen möglichen wird es erleichtern, dass wir fliegen können oder uns stärker an die Träume erinnern können. Wunderbar, danke schön. Danke, Barbara. Zwei haben wir noch ganz kurz. Impulse, Matthias, bitte. Hallo Joachim, schön dich zu sehen. Ich will mal kurz über meine Frau berichten. Bei sie hat so die Angewohnheit des Schlafens, also sie kann sehr schnell einschlafen, sobald sie sich hinlegt, ist er eigentlich auch weg und in der Regel träumt sie auch jedes Mal. Oft sind das halt Träume, wo Familienmitglieder sind, ich als ihr Partner oder Ex-Partner, den sie hatte. Und das ist so ihre Traumwelt. Und was mich so ein bisschen wundert, also es geht halt so echt schnell, wie sie einschläft. Und dann halt auch jedes Mal diese Träume. Und du hattest ja auch von, manchmal kann es halt auch zu viel sein, gesprochen. Fällt dir da irgendwas ein? Ja, also weißt du, es wär besser, wenn deine Frau im Nebenzimmer, kannst du dazu holen? Nee, die ist nicht da. Die arbeitet gerade. Ja, also es wär besser, da direkt mit ihr zu sprechen. Weil solche Deutungen hängen mit dem gesamten Kontext ab. Ja, in welchem Kontext sie gerade ist. Und man, dass sie schnell einschlafen kann, ist ja nicht unbedingt ein Nachteil. Nee, eigentlich total schön. Das ist eigentlich so ein Powernapping. Das kann sie jederzeit. Klar, momentan hat auch viel mit Erschöpfung zu tun. Auch einfach auch Themen zu bearbeiten. Na, das ist auch jetzt nochmal verstärkt. Aber bei ihr ist es halt auch schon, seitdem ich sie kenne und auch schon viele Jahre davor, also dass sie einfach so diese Angewohnheit, die Möglichkeit hat, auch einfach schnell einzuschlafen. Also Erschöpfung. Erschöpft bedeutet ja, dass Erschöpfen und sie natürlich auch, dass sie schöpfen gehen sollten. Und Erschöpfung entsteht, wenn wir Dinge jetzt vom Sprachlichen her, wenn wir Dinge nicht beim Schopf packen. Ja? Schopf ist das Haupthaar. Also wenn wir das Hauptsächliche unseres Lebens eher vergessen haben. Und uns um Nebensächlichkeiten bemühen und vergessen haben, dass wir als Menschen eine ganz starke Schöpfungskraft haben. Also das kannst du deiner Ex-Frau oder Frau, oder bist du mit ihr zusammen? Ne, das ist meine Liebste, meine Frau. Du kennst sie auch, wir haben uns in Hamburg mal getroffen. Ah, okay, dann kenne ich sie. Ja, da waren wir essen zusammen. Ja. Dann kenne ich sie, ja. Ja, eine ganze. Nein, das ist immer noch meine Liebste. Ja. Sehr schön. Also erinnere sie daran, dass sie einfach sich an das Wesentliche erinnert. Und das Erinnern an Wesentliches können wir, wie das Wort erinnern sagt, wenn wir nach innen gehen und wissen, was ist mir das Wichtigste und Wesentlichste? Und das würde ich aufschreiben, weil wir vergessen es wieder. Es sind in der Regel drei Dinge, die uns wichtig und wesentlich sind. Und wenn wir uns erinnern an diese drei Dinge, an die Bilder damit, dann kommt sofort Energie zu uns. Weil diese Bilder sind voller Energie. Also wenn wir aufgeladen sein wollen mit Energie, braucht es eine gute Erinnerung an Positives, an das, wer wir sind und was wir schon alles getan haben. Ja. Ich möchte nochmal, weil eine Teilnehmerin hat zu Albträumen was gesagt und Albträume kommen von, also man sagt es so, ist eine sehr schöne Bildsprache, kommen von Elben und Alfen, die uns helfen. Ja, in dem Wort Elfen, helfen ist das Wort Elfen ja schon enthalten. Und wenn wir die Botschaft nicht erkennen, nicht oder erkennen und nicht annehmen, dann wird ein Druck entstehen. Also so entsteht aus sehr kräftigen Botschaften ein Albtraum. Ja? Und es ist wichtig, diese Botschaften zu erkennen. Ich hatte vor wirklich vielen Jahren, das sind jetzt bestimmt schon fast 20 Jahre hier, hatte ich eine Frau, die war schon
sehr lange in Therapie, die war auch teilweise in Psychiatrie gewesen. Sie hatte einen Albtraum, dass eine Hexe kommt und ihr das Kind wegnimmt. Sie hatte ein Kind. Und die Ärzte haben natürlich über Medikamente das möglichst weggemacht. In der Schulmedizin werden ja Träume nicht gedeutet oder oft nicht genutzt, um eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Sie kam dann zu mir, ich habe den Traum, ich habe ihr gesagt, dass es ein ganz toller und kräftiger Traum ist, ja, wenn die Hexe zu ihr kommt. Hexe, ja, auch Hexagramm ist ja was Ganzheitliches. Hexe steht für die weibliche Spiritualität, für die spirituelle Kraft. Und das heißt einfach, dass sie zu einer erwachsenen Frau werden sollte und die Kindheit weggibt. Also, dass sie ihre Kindheit freiwillig weggibt. Das ist die Übersetzung, weil sie ja alles in dem Traum ist. Ja. Sie konnte aber die Deutung vielleicht eine Stunde halten und dann war das wieder weg gewesen. Ja, Joachim, du hast gehustet, ich nutze das, eine Schatzkiste, ich bin sehr, sehr berührt, wieder mal begeistert. Es geht sich nicht mehr aus, dass wir alle durchgehen. Schließ mal, Elisabeth, deinen Impuls noch und dann hätte ich noch abschließend ein Anliegen oder einen Impuls, Joachim, bitte an dich. Mhm. Also grüß dich, lieber Joachim. Ich kenne dieses luzide Schlafen sehr, sehr gut. Ich habe das öfteren einmal. Ich habe aber auch seit meiner Kindheit eigentlich viele Nächte, wo ich so viel wie gar nicht schlafe. Mhm. Da bin ich wirklich wach, wenn ich dann maximal 2 Stunden zusammenbringe, dann ist das ganz, ganz viel. Für mich ist das dann einfach die Zeit, wo ich sage, ja, ich darf für jemanden Wache halten. Und auch dieses Wachschlafen ist für mich nicht immer sehr entspannend, sondern zum Teil auch ziemlich anstrengend. Was sagt man das? Naja, also wenn Wachschlaf anstrengend ist, hat die Anstrengung hat damit zu tun, dass du das, was dir an Botschaften im Wachschlaf gegeben wird oder die Möglichkeit, Dinge zu erkennen, dass du das nicht in vollem Grad nutzt. Das heißt, das, was du bekommst, auch wieder weiterzugeben und im Alltag zu nutzen, führt in ein Gleichgewicht. Wenn du es nur bekommst, führt es zu einer Belastung und dann wird es stressig. Ich würde an deiner Stelle noch mal schauen, ihr habt doch bestimmt auch genügend Leute, die das können, ob ihr irgendwelche Störfelder habt. Es gibt ja ganz unterschiedliche Störfelder und diese Störfelder zu checken. Ja? Wir können da gerne auch nochmal, du kannst mich gerne auch nochmal anrufen, Elisabeth, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, und darüber, über Möglichkeiten zu reden. Ja? Weil du erschöpfst dich sonst zu stark. Und ich meine, du hast sowieso ein sehr starkes Potenzial, in anderen Welten und Ebenen, geistigen Ebenen, auch mit Verstorbenen, dich zu bewegen. Und, und das braucht eine sehr gute Pflege, sonst führt es zu einer Überlastung. Ja. Danke. Ja, danke. So, danke Elisabeth. Joachim, es könnte unendlich weitergehen. Wenn ich das jetzt schließen darf, Martin, der heute da ist, der die Kommunikation leitet bei uns, wir haben heute einen beherzten Austausch gehabt, Vormittag, und es geht um eine neue Ökonomie, eine neue Wirtschaft. Wir machen das in Österreich, aber herzlich auch Deutschland eingeladen. Und der Martin, eine Aussage war, ohne Wertschätzung gibt es keine Wertschöpfung. Und über die Menschlichkeit, die bringt ja aus der Anonymität, entsteht diese Wertschöpfung so sinngemäß.
Und die Frage wäre jetzt der, wir arbeiten sehr viel oft in der groben Materie, aber vorher steht ja ein Traum. Der Traum ist bei mir schon lange da. Ich habe lange Herausforderungen gehabt, ihn zu übersetzen, weil eben keine Materie da war. Wie schaffen wir mit der Ökonomie der Menschlichkeit einen gemeinsamen Traum? So alle, die dabei sind, sind heute ein paar Partner, die in der Ökonomie der Menschlichkeit wirken. Wie schaffen wir einen Traum, einen gemeinsamen, und wie leben wir ihn? Wie können wir so ein gemeinsames Anliegen formulieren oder eben, wie kann man das symbolisch machen? Mit welchen Bildern könnten wir arbeiten? Ich glaube, du weißt, was ich meine, lieber Joachim. Ja, ich würde es nicht, das würde ich jetzt am liebsten nicht symbolisch machen, sondern in der Begegnung. Ja, mach eine Veranstaltung, wo man genau diesen Kräften nachspürt und wo diese Kräfte nicht nur freigeschaltet werden, sondern gemeinsam freigeschaltet werden. Ja, das ist von der Buchstabendeutung. Ich habe mit meiner Frau damals ja diese Wortpyramide erfunden, entwickelt. Und das heißt, man nimmt den ersten und letzten Buchstaben. Wenn man die Kraft der Buchstaben kennt, dann weiß man, was das Wort Traum beinhaltet. Ja, das T steht, wie auch in der Zinsformel, Kammer, P mal T und so weiter, er steht für die Zeit. Ja, das heißt, dass wir, wenn wir Vergangenes in uns aufnehmen, positive Bilder von Vergangenem und negative Bilder transformieren. Und wenn wir das in der Gegenwart spüren und uns erinnern, dann können wir Zukunft schaffen. Also es hat viel mit dem Transformieren der Vergangenheit zu tun und dem Aussteigen aus der eigenen Geschichte. Wir sind so oft zugeschichtet mit den Geschichten unserer Eltern. Also daran zu arbeiten, ist absolut wichtig. In der zweiten, das M steht für Macht und Materialisierung. Also erster und letzter Buchstabe gehören zusammen. Das bedeutet, die Macht der Materialisierung, der Realisierung unserer Gedanken nimmt zu, wenn wir aus dem Alten aussteigen, aus alten Glaubenssätzen aussteigen, aus der Familientradition von Glaubenssätzen. Ja, viel arbeiten zu müssen, ist ein ganz alter Leistungsglaubenssatz. Keine Fehler zugeben, ist ein Glaubenssatz, der auf zwei Weltkriege zurückführt. Ja, weil Fehler machen ist tödlich, Schwächen zeigen ist lebensgefährlich. Das sind ganz alte Muster. Das M wird gezeichnet durch zwei Senkrechte und in der Mitte, also das ist das ursprüngliche M, ist das Victory-Zeichen. Ja, dass wir dem, was wir realisieren wollen, dass wir dem einen Rahmen geben und eine Fokussierung. Das Victory-Zeichen funktioniert als Fokussierung. Und U steht für Wissen und Weisheit, auch für weibliche Spiritualität. Das A ist das Herz, ja, dass wir mit unserem Herz und unserer Größe, das bedeutet das A, uns an die Weisheit anschließen. Also in der Mitte haben wir das R, ja, wir bringen es ins Rollen, indem wir uns an die Weisheit anschließen. Und ganz oben ist das A. Das steht für Herz und Größe. Ja, dass wir mit unserem Herz in unsere Größe kommen. Also das ist so ein Beispiel, wie wir über Buchstaben sehen können, was es braucht. Also wie wir die Kraft unsere Materialisierungskraft stärken können. Ja, Menschen, die keinen Rahmen schaffen und in der alten Geschichte verwurzelt sind, die haben natürlich ein Problem, Neues zu kreieren und Ideen zu realisieren. Joachim, wir waren jetzt bei allen wegbereitenden Unternehmen, Gregor Siebeck, der Weltenwanderer und ich, und eines ist sehr stark wahrnehmbar. Es gibt Unternehmer, die im Unternehmen arbeiten, da wo sich der Alltag wiederholt, wo eng ist, wo immer Ausnahmezustand ist, und dann sehr, sehr viele, gerade bei unseren Wegbereitern, die hinausgehen, am Unternehmen arbeiten, aus der Metaebene eher Beobachter sind und da auch
entsprechende Kraft ist, weil was Neues kann sie nur gestalten mit einem neuen Raum, Interaktion, wenn wir Dinge treffen, weil du gesagt hast, das Tun, wir machen eine Reise über 900 Kilometer, das ist ein toller Begegnungsraum und ich glaube, da sind wir schon ganz, ganz gut unterwegs. Ja, vielleicht noch, weil du gesagt hast, das braucht die Analytik und das Gefühl. Die Analytik, die haben wir vielfach geschärft, auf die haben wir viel ausgerichtet, auch ökonomisch. Aber das Wissen ist ein Punkt, aber wie schafft jetzt ein Mensch das, mehr ins Fühlen zu kommen, mehr ins Vertrauen, mehr ins Jetzt, in das unmittelbar Gestalterische? Ängste haben wir auch mit Analytik zu tun, oft sind nicht real. Wie schaffe ich jetzt mehr in das fühlende, ich sage so, der fühlende Denker wäre so der so ein idealer Punkt. Hast du einen abschließenden Tipp? Oder der denkende Fühler oder die denkende Fühlerin wäre noch besser als Schlüsselbegriff. Angst kommt von dem Wort eng. Ja, und die Lösung ist, dass wir uns öffnen und dass wir unser Herz öffnen, dann wird es wärmer und wir können die wichtigen Transformationen können wir nur in Gruppenprozessen vollziehen. Das ist nicht mehr in Einzelprozessen, ist keine Einzelleistung mehr. Also wenn wir hier eine Gruppe haben, ich habe hier so einen sehr schönen Seminarraum im Parterre hier in Kassel und wenn wir in die Gemeinsamkeit gehen, wie schnell sich die Energie hebt und was dann alles transformierbar ist. Ja, also es braucht persönliche Begegnungen. Mhm. Und ich werde, also wer Interesse an einem Seminar zum Traumdeuten oder überhaupt zum Deuten des eigenen Lebens hat, ich werde in den nächsten Wochen ein paar Angebote machen und schickt mir einfach eine E-Mail. Dann kann ich euch in diesen Spezialverteiler dann gerne mit reinnehmen. Joachim, wir kommunizieren das gern, werden auf das unsere Internetseiten anführen. Aber du hast ja eingangs gesagt, du hättest gerne den Zielpunkt unserer Reise. Und so ungefähr, du gehst nicht, sondern du fährst hin. Ich habe aber da jetzt abschließend einen echten Impuls. Ja, das habe ich gesagt, weil ich sage, 900 Kilometer bin ich mein ganzes Leben nicht gelaufen. Okay, es wäre eine coole Geschichte und es entsteht ja immer in der Interaktion. Wir wollen mit unseren Wegbereitern am 30. April, Walpurgisnacht, da geht es Ausstellung Neue Erde in Spital an der Trau, da könnte man ja gemeinsames Fest machen, also einen gemeinsamen Traum erschaffen, ja, wie wir es umsetzen. Also lieber Joachim, ich sage jetzt einmal vorab, wenn du den 30. April am Ende reservierst. Der 30. April. 30. April, schreibe ich auf. Ja, vielleicht. Das ist überhaupt noch nicht kommuniziert, auch intern nicht, weder Team, sondern das war jetzt ganz spontan. Aber das wäre was wirklich ganz, ganz Feines, nach diesen 900 Kilometer Walpurgisnacht, dass wir das vielleicht finalisieren. Wir werden sehen. Joachim, vielen, vielen, vielen Dank. Du bist so eine Bereicherung. Wir schauen, wie wir weiter tun, wie wir auch die Interaktion stärken. Es braucht ja auch mit der Erkenntnis Lösungen dann, weil nur zu sagen, was weiß ich jetzt, möchte ich mehr loslassen, im Unternehmer den Mitarbeitern mehr vertrauen oder was immer, das ist einmal Erkenntnis, aber wie setzt man es dann um? Da hast du eine totale Schlüsselrolle. Danke dir, danke euch allen, danke für die vielen bereichernden Impulse. Schade, dass ihr ein paar nicht ausgegangen sind, aber wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Das war sehr, sehr reichlich. Wir hören, sehen uns und Menschlichkeit.jetzt ist die Internetseite und das wäre auch wichtig, da selbst reinzuschauen, um uns einfach besser zu erreichen. Und die Reise ist dann ein großer Ausdruck, der am 21. März startet. Schönen Tag noch. Bis bald. Vielen Dank auch an alle. Iris, schön, dass du dabei warst. Und Heidi. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.